Hallo und herzlich willkommen zurück bei Black Myth Wukong. Wir sind jetzt hier den mal durch, mal durchgeschlichen. Wir befinden uns jetzt hier hinten. Wir schauen mal, was wir hier so finden. Also uns fehlt natürlich jetzt die steinerne Vorhut. Oha. Die vergibt mir eigentlich direkt, oder was? Au! Hä? Neue Anekdote? Prunksteine. Flink und gewandt von besonderer Kraft, erlesene Gestalt wie eine Feder, so sacht, reine Schönheit von der Welt unbefleckt, stolz wie eine Jungfer von Frost sanft bedeckt. Also so schön ist das jetzt. So schön sind die jetzt auch nicht. Ach, hier komme ich zurück. Ja, wir sollten den Gegner eventuell erstmal machen. Hä? Warum ist denn das Gebiet auf einmal so groß? Ach, man soll die Dinger suchen. Okay, gut, nee, dann müssen wir doch erstmal den anderen umbringen. Man soll scheinbar die Köpfe suchen da. Sind die Köpfe jetzt die Glocken? Ja, ich glaube... Oh, hier gibt's auch viel. Aber auch nicht so richtig was. Obwohl, kräftige Absurd. Absurd, meine ich, nicht absurd. Tigerzähmende Kügelchen. Erhöht nach Verwendung für längere Zeit den Schaden moderat. Okay. Jetzt muss ich nur gucken, wo was, wo jetzt das ganze, der ganze Krempel ist. So, wir haben hier ein Medikament gegen das Böse ist nach oben. Und das ist nach unten. Okay, nach oben und nach unten. Da
Unten geht's auch weiter, oder was? Mann! Wir haben nur drei, nur zwei Dinger benutzen müssen. Cremigkeit aus Stein. Ach, hier war das Ding. Steinerne Vorhut, Steinform des Berges Knochen, fest und wahr. Die Essenz der Erde, geschätzt für das, was sie gebar. Sein Rücken trägt Felsen, die den Himmel berühren, erhaben in Gestalt und majestätisch in Höhen. Seit der Gelbwindkönig die Essenz des Buddha-Kopf-Steinguai den beiden Berggöttern verlieh, konsumierten sie diese und erlangten menschliche Herzen und Gestalten. Die Vereinigung der beiden führte zur Geburt eines Steinkindes. So nannten die Yao Guai sie Vater der Steine, Mutter der Steine und Sohn der Steine. Später verließ der Vater der Steine aus irgendeinem Grund den Berg und der Sohn der Steine machte sich auf die Suche nach ihm, wodurch die Mutter allein zurückblieb. Die Mutter der Steine war nie gewaltbereit. Als der Gelbwindkönig ihr die Essenz gab, vertraute er ihr die Aufgabe an sich gewissenhaft, um die Bewohner des Berges zu kümmern. Sie nahm diese Verantwortung ernst und arbeitete hart. Als die Reisenden den Gelbwindkamm durchquerten, fing der Gelbwindkönig den Mönch Tang ein. Was Sun Wukong zwang, die Hilfe von Bodhisattva Lingyi zu suchen, um ihn zu fangen und zum Lingshan-Berg zurückzubringen. Jahre vergingen und bei der Rückkehr des Königs war der Kamm mit vielen Steinguai bevölkert. Unter ihnen war ein besonders starker und robuster Steinguai, von dem er erfuhr, dass er von der Mutter der Steine mit all ihrer Kraft geschaffen wurde, um die Höhle zu bewachen. Eines Tages kam der Gelbwindkönig
persönlich, um die Mutter der Steine zu besuchen, wurde jedoch vom Stein Guai blockiert. Alarmiert durch ihren Ungehorsam fürchtete er, dass dies eine Bedrohung werden könnte. Daher rief er den neu ernannten Tigerwächter, um den starken Stein Guai zu eliminieren. Der Tigerwächter stimmte zu, war jedoch zögerlich, gegen ihn zu kämpfen. Sie hatten einst zusammengearbeitet, um den Berg wieder aufzubauen, und er wusste, dass der starke Stein Guai von den anderen Stein Guai hoch respektiert wurde, die ihn als älteren Bruder betrachteten. Er riet dem Stein Guai: »Bruder, wir haben viel durchgemacht, um diesen Punkt zu erreichen. Wenn ich helfen kann, werde ich es tun. Ich habe alles arrangiert. Du musst dich nur ins Tal zurückziehen und Shigandang bewachen, ohne etwas Böses zu tun. Heute komme ich mit freundlichen Worten, aber morgen könnte es ein Kampf sein. Obwohl wir einige Fähigkeiten haben, sind wir der gelbfälligen Ratte nicht gewachsen. Warum schließt du dich mir nicht als Vorhut an und lässt alles so, wie es ist?« Am nächsten Tag ernannte der Gelbwindkönig den starken Steinguai zur steinernen Vorhut und befahl ihm, die Steinguai zu führen, sich zurückzuziehen und das Tal zu bewachen. Von da an bewachten die Steinguai pflichtbewusst das versiegelte böse Wesen und mischten sich nicht mehr in die Angelegenheiten des Berges ein. Ein versiegeltes böses Wesen? Oh nee. Okay. Jetzt wird's langsam edel. Schön. Nun gut, wir haben jetzt zwei Wege. Einer mit den Buddhas und hier diese. Oder ist das hier einfach nur... Och nee, jetzt bin ich auch noch vergiftet. Mehr gab's hier hinten nicht. Ich bin jetzt nur hier runtergegangen, um mich vergiften zu lassen. Okay, auch gut. Ja, hört mal auf damit, bitte. Ich bin doch schon vergiftet. Ne, wo ist er hin? Komm zurück. Meditationsplatz. Oh oh. Mann, Mann, Mann.
Rattengouverneur. Ach, da. Jetzt haben wir schon wieder 19 Geistfünkchen. So, schön. Mehr gibt's hier. Oh, da ist auch was. Himmlische Taiji-Pastille. Eine wundersame Pastille, die der König Vater des Ostens auf dem Berg Fang Zhang erdacht hat und die das maximale Mana erhöht. Och, endlich! Boah, so viel. Oh, hier gibt es so viele Wege. Ja, mit da hinten ist mit dem Buddha noch. Ah, hier kommen wir runter. Hier kommen wir Richtung Sand. Okay, also wir gehen erstmal die andere Seite. Der sieht aber grimmig aus. So, was ist jetzt hier mit dem Steinhäufchen? Von 6-7 gebunden. Ach, die Siegel. Ach, ja, die Siegel sind diese Butterköpfe wahrscheinlich. Jetzt ist aber mal gut hier. Okay, dann gehen wir erstmal wieder in die Höhle. Ein Siegel haben, also ich gehe mal davon aus, dass es ein Siegel ist. Wir machen aber erstmal. Dann sind die halt alle wieder da. Na egal. Eigentlich ist das jetzt die falsche Richtung, die ich jetzt hier gegangen bin.
Oh. Leute, ich sehe nichts. Ihr habt mich eingekesselt. Wenn du wieder aufstehst. Ja, ja. Deswegen nehme ich. Wollte ich die aufmünchen? Habe ich irgendwas gegen Vergiften? Ah. Nee, nicht. Nein. Super. Ach, ich komme daher. Komm ich daher? Wow. Warum nerven die so?
1903. Drei fehlen noch. Also wir sind erst hier lang gegangen, gell? Also wenn man jetzt hier unten lang geht, dann hängt das alles zusammen. So ihr Lieben, ich würde sagen, wir tauchen uns mal hier. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund. Vielen Dank an Robert Dark für die Kanalunterstützung und bis morgen. Tschüss.